Was ist so typisch deutsch an dir und was ist so typisch amerikanisch? Gibt es da irgendwas? Typisch deutsch würde ich vielleicht jetzt, ja, so Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, sowas alles, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich im Urlaub mein Handtuch irgendwie schon drauflege. Ja, und dann hat auf einmal Jürgen Klinsmann angerufen und ich war natürlich, klar war ich überrascht, dass er anruft, vor allem als erstes habe ich auch nicht gedacht, dass es wirklich er selber ist. Aber kannst du ja nächste Saison dann einfach mal machen, oder? Ich glaube es nicht. Hallo Sportsfreunde, willkommen zum zweiten Video dieser Art auf dem Kanal vom FC Selfie. Das erste Video mit René Adler hat mir sehr viel Spaß gemacht und euch scheinbar auch. Es gab wahnsinnig viele Daumen hoch, viele Kommentare, Nachrichten, vielen Dank dafür. Und auch dieses Gespräch mit Fabian ist weniger das Fußballerische. Das kriegt ihr bei Sky, Sport 1, Kicker, Bild, wie auch immer sie alle heißen. Mir soll es vielleicht auch zukünftig, wenn ihr Bock darauf habt, mehr um den Menschen gehen. Wie tickt Fabian Johnson eigentlich? Hat er Freunde im Profifußball? Wo geht er abends in Düsseldorf was essen? Wie ist sein Draht zu seiner Familie? All das waren Themen, über die wir gesprochen haben. Also wenn es euch gefällt, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da oder abonniert diesen Kanal und schreibt mir gern auch unten in die Kommentare mal, wen ich vielleicht für ein weiteres Gespräch treffen soll. Ich hätte Bock drauf, wenn ihr auch Bock drauf habt. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert. Mein Name ist Axel. Viel Spaß! Ja. Na, erzähl mal, jetzt geht die Vorbereitung los. Du warst im Sommerurlaub. War schön. Wo wart ihr? Wir waren erst eine Woche auf Sardinien. War echt sehr schön. Schönes Wasser, natürlich sehr gutes Essen. Und dann waren wir noch eine Woche auf Mallorca. Ja. Genau. Okay. Und zwischenzeitlich warst du ja auch noch mit der US-Mannschaft unterwegs? Genau. Wir waren eben davor noch auf zwei Quali-Spielen. Davor noch ein Freundschaftsspiel. Ich denke, für uns relativ gut gelaufen. Wir haben eins gewonnen, eins unentschieden in Mexiko. Und jetzt sind wir, denke ich, wieder hoffentlich in der Spur für die WM. Und wenn du wir sagst, also Sardinien und Mallorca, warst du mit Frau und Kind oder Freundin und Kind? Genau, mit meinem Kleinen, der jetzt 4 Monate ist, und meiner Freundin. Ja, ja, cool. Vielleicht mal so, also kannst du mal ein bisschen über dich erzählen, so Lebenssituationen, wo bist du geboren, Eltern und so. Ich glaube, das ist so als Intro ganz cool. Natürlich, also ich bin in München geboren, wie man vielleicht ein bisschen aus meinem Akzent raushört, und bin da auch aufgewachsen, bin da ja auch 13 Jahre, habe ich bei 1860 gespielt, in meiner Schulzeit eben auch schon auf einer Sportschule gewesen, wo alles mit Fußball gleich in Verbindung gebracht wurde und Rücksicht aufgenommen wurde, und genau nach 13 Jahren bin ich dann ja schon teils schweren Herzens dann nach Wolfsburg für 2 Jahre, die dann leider aus meiner Sicht nicht so erfolgreich war sportlich. Ich glaube, ich habe nur in den 2 Jahren, glaube ich, nur auf 16 Spiele gekommen, sondern nicht, natürlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Schwere Zeit, aber ich denke, man hat auch daraus irgendwie ein bisschen was lernen können, was man dann vielleicht im nächsten Schritt anders macht. Dann bin ich für 3 Jahre nach Hoffenheim, die mir, denke ich, sehr gut getan haben, vor allem sportlich, weil ich, denke ich, so gut wie jedes Spiel gemacht habe, insofern ich nicht verletzt war, die mich natürlich ja, sehr in meiner Entwicklung sehr viel weitergebracht haben. Dann auch zur Nationalmannschaft eben, zu der US-Nationalmannschaft berufen wurde. Genau, und dann habe ich meinen nächsten Schritt zu Gladbach machen können, der dann, denke ich, nochmal für mich persönlich und auch ja, ich denke auch für den Verein dann letzten Endes gut war, weil wir dann, denke ich, im ersten Jahr haben wir Euroleague spielen dürfen, dann 2 Jahre hintereinander Champions League, und das ist natürlich für jeden Fußballer eine super Erfahrung, denke ich, und ja, jetzt bin ich hier. Geil, wir sind jetzt hier in Düsseldorf, du wohnst in Düsseldorf? Genau, ja. Und weil du sagtest, man hört es ein bisschen, dass du in München geworden bist, also du spielst jetzt für die US-Nationalmannschaft. Was würdest du sagen, vielleicht auch im Urlaub jetzt, Mallorca, Handtuch hingelegt oder so, was ist so typisch deutsch an dir und was ist so typisch amerikanisch? Gibt es da irgendwas? Typisch deutsch würde ich vielleicht jetzt, ja, so Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, sowas alles, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich im Urlaub mein Handtuch irgendwie schon drauflege. Ich denke, da bin ich im Urlaub einfach zu gemütlich, ich will ausschlafen, ich will meine Ruhe haben, und
ich denke, da stört das frühe Aufstehen eigentlich nur. Okay, und typisch amerikanisch? Schwer zu sagen. Ich denke, vielleicht teilweise mein Essverhalten. Ehrlich? Ja, also klar esse ich gern mal einen Burger oder irgendwie was, was Fettiges, Fittiertes. Und ich denke, das ist ja schon was, was viele Leute einfach mit den USA in Verbindung bringen oder beziehungsweise was auch viele für amerikanisch halten, denke ich einfach, ja. Okay, dein Vater ist Amerikaner, ne? Genau. Wenn ich richtig informiert bin, das hast du, glaube ich, irgendwann mal erzählt, hat er auch mal Sport gemacht? Hat Sport gemacht, hat Basketball gespielt, genau, hat auch bei Bayern München gespielt, aber ich denke da, also zu der Zeit, glaube ich, waren sie noch irgendwie eine Regionalliga, wenn nicht sogar noch weiter unten, deswegen war es jetzt nicht so Sport auf beruflicher Ebene, sondern ich denke eher so als Hobby, ja. Und hat er noch irgendwas jetzt mit FC Bayern Basketball oder so zu tun? Nein, gar nicht mehr, nein. Wie ist denn so der Draht zu deinen Eltern? Habt ihr regelmäßig Kontakt oder seht ihr euch irgendwie alle Jubeljahre mal? Oder? Nö, eigentlich sehr guten Kontakt. Also telefonieren wahrscheinlich alle 2-3 Tage. Dann natürlich, wie es die Zeit zulässt, sind die eben zu Besuch, wenn irgendwelche Spiele anstehen oder ich schaff's halt, wie gesagt, in die Heimat und versuch sie zu besuchen, je nachdem. Okay. In die Heimat, ich muss an Oktoberfest denken, wenn ich an München denke. Warst du schon mal? Ich war schon 1-2 Mal, ja. Also natürlich, ich bin damit groß geworden und da versuche ich halt schon, so gut die Zeit zulässt, ist natürlich mitten in der Saison, dass ich dann einmal im Jahr gehe, jetzt nicht unbedingt, um mir die Birne voll zu saufen, sondern einfach nur, weil es, ja, ich bin damit groß geworden, ist ein Stück Heimat mit Freunden dort und es ist halt einfach ja, schön rüber zu gehen, was zu essen und eine schöne Zeit zu verbringen. Okay, also auch sowas typisch Deutsches an dir wahrscheinlich. Rätsel und Bier dann? Ja, Händel und Bier. Ja, okay. du hast, glaube ich, gerade, das finde ich immer so ein spannendes Ding, wie wird man eigentlich Profi? Du hast irgendwas von der Sportschule erzählt. Ich höre ja sehr gut zu. was war das? Wann hast du da was? Also erzähl doch mal. Also Sportschule, das ging dann quasi nach der Grundschule los. Es war dann eben eine Realschule, die mit den Clubs in München, also es war FC Bayern, 1860 und Unterhaching, also zu der Zeit, wo ich noch da war, so eine Kooperation eben hatten mit der Schule, die dann so aussah, dass man eben mit Sportkleidung ausgerüstet wurde, dass dafür gesorgt wurde, dass der Transport von der Schule zum Training nach der Schule dann stattgefunden wurde. Und die Schule hat dann quasi so ausgesehen, dass man ganz normalen Unterricht hatte bis um 1. Jedoch, dass man jeden Tag mindestens 2 Stunden Sport hatte. Das heißt dann 2 Stunden Sport, also bis 1, dann hatte man Mittagessen, dann ja, eine kurze Pause von 1 Stunde, glaube ich, dann ging es weiter mit 2 Unterrichtsstunden, nochmal 2 Stunden Hausaufgabenbetreuung und dann wurde man, wie gesagt, zum Club gefahren, um dann ganz normal zu trainieren. Und dann hast du was für einen Schulabschluss gemacht? Die mittlere Reife quasi. Okay. Was wäre denn aus Fabian Johnson geworden, wenn er kein Fußballer geworden wäre? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe leider keine Antwort drauf, weil ich, wie gesagt, nie drüber nachgedacht hatte, nicht Fußballer zu werden. Also es war eigentlich die ganze Zeit in meinem Kopf, das ist, was ich werden wollte. Und für mich war es einfach klar, dass es nur für mich diesen Weg geht. Dass es natürlich dann so gut geklappt hat, freut mich umso mehr. Und ich bin auch glücklich, dass es geklappt hat, weil ich, wie gesagt, keinen Plan B gehabt hätte. Okay, du hast also deine Karriere angefangen bei 1860. Hast du irgendwie mitbekommen, was da in den letzten Wochen passiert ist? Ja, teilweise. Also ich habe es natürlich mitbekommen. Ich habe lang genug dort gespielt. Details leider nicht wirklich. Am Rande wieder von Kumpels erzählt und wie es halt dann immer so hin und her geht von Kollegen aus der Zeitung so ein bisschen. Ist natürlich traurig, auch für mich, weil ich halt lang genug dort gespielt habe. Es ist halt schade, was passiert, dass sie jetzt auch so weit unten spielen. Und ja, es trifft einen dann schon so ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Aber Anfang, genau, wir haben 2017 und wieder eine U21-Europameisterschaft. Das bist du auch schon mal geworden. Ja, genau, vor 2009 war es, genau, in Schweden. Ja. Was mich immer so ein bisschen interessiert, was, glaube ich, auch viele da draußen interessiert, so das Thema Freundschaft im Profifußball. Mhm.
Hast du zum Beispiel noch Kumpels, die jetzt 1860 Verbundenheit haben, die da vielleicht auch immer noch spielen oder wieder spielen, oder auch noch Jungs aus der 2009er Mannschaft, U21, irgendwie Kontakt mit jemandem? Also 1860, ehrlich gesagt, jetzt nicht, dass es eine große Freundschaft ist, aber klar, wenn man sich sieht, mit Daniel Bayer zum Beispiel, der jetzt noch bei Augsburg ist, oder Marcel Schäfer, der nach, ich glaube, nach Tampa in die zweite Liga in den USA ist, mit denen habe ich mich immer super verstanden, oder Luka Šukalo, der jetzt mittlerweile, glaube ich, in der Türkei spielt. Okay. Verstehe ich mich immer noch sehr gut, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine gepflegte Freundschaft ist, wo man sich dann öfter sieht, oder natürlich ist es auch schwer, aber es ist da nicht so eine Verbundenheit da, dass man noch wirklich sagt, dass es eine dicke Freundschaft ist. Aber mit wem ich jetzt immer noch guten Kontakt habe oder auch sehr gut gefahren bin, ist mit Jerome eben, mit dem ich 2009 eben Europameister geworden bin. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es eben ein bisschen einfacher ist mit mal sehen, wenn ich eben Heimatbesuch habe, in München bin, schicke ich ihm eine SMS oder wie auch immer, dann treffen wir uns eben auf eine Stunde oder zwei, und dann ist es halt schon wahrscheinlich leichter, in Verbindung zu bringen. Auf dem Oktoberfest dann? Nee, wahrscheinlich ist meistens ist irgendwie dann nur ein gemütliches Essen oder ein Kaffee, also mehr ist dann meistens auch nicht drin. Okay, und wenn ich das bei Instagram so ein bisschen richtig verfolge, Moda Hut, der jetzt ja die Borussia wechselt, wenn man so will, auch sicherlich ein guter Kumpel hier geworden. Wie meinst du, läuft es da weiter? Also ist das was eine Karriere übersteht, so eine Freundschaft? Ja, ich hoffe es doch. Also ich denke, wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Vor allem, weil ich glaube, er sich viel um mich gekümmert hat, als ich neu war, und ich mich viel um ihn gekümmert hat, als er eben sich sehr viel Kopf gemacht hat, weil er nicht gespielt hat. Und da war er natürlich noch sehr jung. Jetzt ist er auf jeden Fall schon weiter, und man sieht es ja an seiner Entwicklung, dass er ein super Spieler ist. Ich denke, auch wenn es schade ist, dass er jetzt zu Dortmund geht, aber ich denke, auch für ihn ein guter Schritt ist, und ich denke, dass man einfach noch viel von ihm hören wird. Wann, oder erinnerst du dich noch dran, wie du ihm zum Europameisterschaftstitel gratuliert hast? Ich glaube, wir haben kurz telefoniert und habe ihm halt alles Gute gewünscht, und ich habe auch schon, bevor sie überhaupt hingefahren sind, habe ich zu ihm gesagt, dass ich sehr stark davon überzeugt bin, dass sie es schaffen, weil ich erstens weiß, dass sie eine sehr gute Mannschaft hatten und es ihm wahrscheinlich auch sehr gewünscht hatte. Mit ganz viel Glück bist du nächstes Jahr bei der WM für die USA dabei, Mo vielleicht dann für Deutschland. Du hast dich also irgendwann entschieden, das Herrentrikot der USA anzuziehen, wenn man so will. Wie kam es dazu? Es war eigentlich ganz einfach, würde ich sagen. Ich war beim Abendessen und und dann hat auf einmal Jürgen Klinsmann angerufen, und ich war natürlich, klar war ich überrascht, dass er anruft. Vor allem als erstes habe ich auch nicht gedacht, dass es wirklich er selber ist. Dann bin ich natürlich rangegangen. Sondern irgendein Matze Knob, der ihn nachmacht? Oder? Irgendein dummer Scherz von irgendeinem Freund, der halt irgendwas. Auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen länger mit ihm gesprochen, und er hat gemeint, ob ich mir das alles vorstellen könnte, ob ich mir beim nächsten Camp mal, ob ich da einfach mal vorbeischauen möchte, mir das Team kennenlernen, den ganzen Staff drumherum, um mich dann irgendwie zu entscheiden oder nicht zu entscheiden, sondern ob ich mich halt eben wohlfühlen würde oder nicht. Und das habe ich gemacht dann für 10 Tage in, ich glaube, Los Angeles war das. Natürlich auch super Voraussetzung, um sowas zu machen. Dann war ich. Warum? Also gibt es da eine Geschichte, die dir spontan einfällt? Ich denke einfach, dass eine schöne Stadt ist. Ja. Wer schon dort war, und natürlich Sonne, und es beeinflusst vielleicht ein bisschen, aber es waren dann schöne 10 Tage. Ich glaube, das Team hat mich halt eben super aufgenommen, und es war dann einfach eine Situation, wo ich mich wohlgefühlt habe, und habe dann eben die Chance genutzt und die Herausforderung angenommen. Und jetzt habt ihr einen neuen Trainer. Also wie ist so die Stimmung? Gibt es Unterschiede zum Beispiel zu einer Bundesligamannschaft und einem US-Team? Weiß ich nicht. Ich denke halt einfach, dass es einfach schwer ist, in der kurzen Zeit sich aufeinander einfach einzustimmen. Also wenn ich jetzt allein an Spielsysteme oder an Spiel selber denke, ich denke, wir sind halt da meistens immer nur knapp
10 Tage, wenn ich ja, 10, 12 Tage aufeinander, müssen in 5 Tagen so gut wie es geht eben uns wieder aufeinander abgestimmt haben, um im Spiel gut auszusehen. Und da ist es, denke ich, halt schon ein kleiner Nachteil halt eben, wenn im Gegensatz zur Bundesliga-Mannschaft, wo man halt jeden Tag an irgendwelchen Einzelheiten trainieren kann und Automatismen und solche Geschichten. Deswegen denke ich, es ist zwar schwer, aber es ist immer wieder schön, dann mit den Jungs zusammenzukommen, da eine gute Zeit zu haben und auch außerhalb vom Platz jetzt mal andere Gesichter zu sehen, als nur die von der eigenen Mannschaft. Wenn Mo jetzt weg ist, wen hast du noch so hier in Gladbach in der Mannschaft? Mit wem ich noch, ja, mich noch sehr gut verstehe, zum Beispiel Oscar Wente. Okay. Und gibt's in der US-Mannschaft gibt es ja auch so ein paar Jamaicans, wenn man so will. Hast du da habt ihr da so eine, ist das so eine Clique dann, wenn ihr vor Ort seid? Oder? Ich würde sagen, gar nicht, weil ich persönlich jetzt auch nicht mit Deutsch-Amerikanern eben großartig rumhänge. Also ich bin da meistens auch, mit dem einzigen ist, glaube ich, Jermaine, der jetzt auch schon jetzt ein bisschen länger aus Deutschland weg ist. Ich glaube, da ist es eher so dem Alter, glaube ich, eher geschuldet. Also okay, da ist halt dann eher so jung, alt meistens und ja, ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung. Du wirst 30 oder du bist schon 30? Dezember werde ich 30. Boah. Habe ich noch vor mir. Was gibt's denn, was du immer schon mal sagen wolltest, wenn du die Möglichkeit hast, wenn es kein Sky-Mikrofon nach Abpfiff ist, wo du sagen musst, Leistung war gut, nächste Woche wird besser? Das ist ehrlich gesagt sehr schwer zu sagen. Ich denke, es ist halt einfach nur schade, dass man nicht immer das sagen kann, was man vielleicht manchmal sagen will. Wahrscheinlich auch aus Emotionen raus oder weil man halt 5 Minuten nach dem Spiel gleich am Interview steht, aber ich denke da so gerne an alte Interviews, ob es Oliver Kahn, ja, Stefan Effenberg und sowas da ist. Das ist halt, finde ich, schon ein bisschen interessanter gewesen. Ja. Aber kannst du ja nächste Saison dann einfach mal machen, oder? Ich glaube es nicht. Die Sonne knallt ganz schön bei dir, was aber auch nicht so ungewöhnlich ist für Düsseldorf, oder? Also fühlst du dich wohl hier in der Stadt? Auf jeden Fall, ja. Also ich habe mich von ersten Moment an, denke ich, wohlgefühlt, als ich hier nach Düsseldorf gezogen bin. Wahrscheinlich auch, weil ich vor der Saison schon dann meine Wohnung hatte. Ich war schon, schon eingewohnt, eingelebt habe ich mich. Und wie gesagt, fühle mich wohl hier und habe hier so meine paar Ecken, wo ich immer bin. Deswegen ist alles hier. So ein Lieblingscafé oder Lieblingsrestaurant, was du hier hast? Um die Ecke hier. Eins heißt der Baolio. Sehr leckeres Essen, sehr gemütlich und wahrscheinlich auch genau da, ja, gleich ums Eck, deswegen ist es perfekt für mich. Okay. Dein Bruder wohnt auch hier, ne? Genau, der ist auch vor 2 Monaten hergezogen. Der hat einfach einen Tapetenwechsel gebraucht, wollte mal aus München raus und ich bin froh, dass er jetzt um die Ecke wohnt. Du hast irgendwann mal erzählt, dass er früher aufgelegt hat. Macht er das heute noch? Er hat sehr viel aufgelegt, jetzt macht das noch nebenbei so ein bisschen. Ich glaube einfach, weil er auch nicht mehr die Zeit dafür hat. Mir hat es immer Spaß gemacht, ihn zuzuhören. Wahrscheinlich, weil ich noch sehr klein war. Und, hat wie viele Jahre ist er älter? 4 Jahre älter jetzt, okay, ja. Und sehr viel Spaß gemacht, immer dabei zuzuhören. Und es fehlt dann schon so ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Aber ihr seht euch regelmäßig hier? Gott sei Dank. Also ich so gut wie jeden Tag eigentlich, ob es dann zusammen essen ist oder irgendwelche anderen Sachen erledigen. Deswegen ist das eigentlich ganz schön. Okay. Ja, geil. Fabian, Dankeschön für sehr deine gerne. Zeit. Jetzt kann ich die tote Katze auch wieder aus der Hand legen. Dankeschön. Und wünsche dir dann noch einen schönen Tag. Ebenfalls. Dankeschön.